Aloha Way, wir sind wieder hier im Paradies, dort wo ich bin, schon immer war und immer sein werde. Heute ist Samstag, der 7. Januar 2023. Die Sonne ist im Schützen, zusammen mit dem Pluto und dem Merkur. Die Venus ist ein wenig außerhalb und der Mond ist heute der Krebs. Ich habe heute die Karte gezogen, 44. 4 und 4 sind 8, die Unendlichkeit. Wiederholung, Willenskraft und Selbstdisziplin sind die Schlüssel zum Erfolg. Achte darauf, was du in deinem Leben wiederholst, wie viel Energie du in eine Sache investierst und wofür du dich selbst disziplinierst. 44. Wiederholung, Willenskraft und Selbstdisziplin. Interessante Karte. Passend wieder zur Zeit. Zu dieser Woche, nach diesem Vollmond. Du erntest, was du säst. Erfolg folgt deinen Absichten. Er ist neutral. Sei deshalb achtsam in deinen Entscheidungen. Überprüfe deine Ziele und sei vorsichtig, was du dir wünschst. Denn deine Visionen könnten in Erfüllung gehen. Die Anzahl der körperlichen oder geistigen Wiederholungen, deine innere Stärke und dein unerschütterlicher Glaube sind die Basis für deinen Erfolg. Du allein bestimmst, welche Früchte du ernten und genießen möchtest. Denn sie entstammen den Samen, die du zuvor ausgestreut hast. Es sind die Ursachen, die du gesetzt hast. Mit deinem Entschluss offenbart sich dir automatisch der Weg, der dich zum Ziel führt. Dankeschön. Willkommen im neuen Jahr 2023. Willkommen im Jahr des Hasen. Und willkommen an diesem wunderschönen Vollmondtag.